Heute in diesem Video geht es mal um das wichtige Thema Wasserflecken. Es geht halt extrem schnell, egal ob an der SB-Box oder auch zu Hause. Kalkhaltiges Wasser, ich denke, damit musste jeder schon mal irgendwie umgehen. Und das ist vor allem bei der Fahrzeugpflege echt ein richtig nerviges Thema. Stellt euch vor, ihr habt euer Fahrzeug richtig schön sauber gemacht, richtig hier Zeit investiert, alle möglichen Reinigungsprodukte genutzt und jetzt wird das Fahrzeug abgespült. Und dann läuft nochmal irgendwo aus irgendwelchen Ritzen ein bisschen Wasser nach, das trocknet ab in der Sonne und dann habt ihr richtige Kalkrückstände. Ihr könnt das verhindern an der SB-Box, wenn ihr zum Beispiel so ein Programm nutzt, so voll entsalztes Wasser oder entmineralisiertes, da kann man das deutlich reduzieren. Heißt aber nicht, dass das wirklich zu 100% kalkfrei ist. Auch da auf jeden Fall mal austesten, ist aber auf jeden Fall das sinnvollere Programm als zum Beispiel Klarspülen. Hier am E46 ist mir nämlich genau das passiert. Fahrzeug mit Wasser benetzt, für euch ein Video gedreht und dann ja nicht dran gedacht, das zu trocknen, stehen gelassen und jetzt haben wir richtig heftig eingebrannte Kalkflecken. Und wie wir die wegbekommen, das gucken wir uns jetzt in dem Video mal an. Ich habe euch nochmal hier einen Water Spot Remover mitgebracht. Da gibt es ganz, ganz viele. Hier zum Beispiel jetzt nochmal der Water Spot Remover von ADBL, weil relativ neues Produkt. Und der kann jetzt hier an dem Beispiel mal zeigen, was er drauf hat, weil das ist mit dem Detailer oder mit Wasser nicht mehr zu lösen. Gucken wir uns mal an. So, und hier sehen wir jetzt mal schön, was ich meine. Wir haben hier richtig heftige Wasserfleckenrückstände. So, teilweise kann man richtig Kalkränder hier an der Seite erkennen. Wenn man hier rüber geht, kann man zwar den oberen Kalk so ein bisschen wegmachen, aber der Kreis hier bleibt trotzdem auf der Oberfläche. Also hier massive Wasserfleckenrückstände und um das wegzumachen, kann man jetzt einfach versuchen, wenn man das noch nicht ewig drauf hat, vielleicht nochmal drüber zu waschen oder das bei der nächsten Fahrzeugwäsche mit anzulösen. Aber wenn ihr das Fahrzeug jetzt draußen in die Sonne stellt, dann wird es immer, immer schwieriger und dann schafft ihr das auch nicht mehr mit Detailern oder anderen Produkten. Da braucht ihr halt wirklich ein Produkt, was speziell Wasserflecken entfernt oder ihr könnt auch das Fahrzeug polieren. Aber ich glaube, da ist so ein Wasserfleckenentferner das deutlich einfachere, um sowas hier wieder wegzubekommen. Lasst es einfach nicht so weit kommen. Ich habe hier wirklich einfach auch nicht aufgepasst. Ich habe hier das normale Klarspülenprogramm genommen und dann das stehen lassen. Tja, das war natürlich jetzt mein Fehler, aber da kann ich für euch gleich hier so ein Video machen, damit euch das hier nicht passiert. So, jetzt machen wir das mal weg. Wir schauen mal, wie gut es hier mit dem WSR von ADBL zum Beispiel funktioniert. Und ich weiß schon, welche Frage als erstes kommt. Sebastian, ich habe hier aufwendig Lackschutz drauf gemacht. Ich habe mir hier mein Lieblingswachs drauf gemacht, meine Lieblingssprühversiegelung. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn ihr sowas hier auf dem Fahrzeug drauf habt, ich kann euch nicht versprechen, ob so ein Waterspot Remover das nicht angreift. Weil ihr müsst jetzt echt entscheiden, wollt ihr das hier so lassen, wenn es mit einer Wäsche nicht weggeht und ihr müsst am Ende so und so den Lack polieren oder so einen Waterspot Remover nutzen, dann hilft euch die Versiegelung auch nichts mehr. Das heißt, ihr werdet die automatisch entfernen. Wir können das aber auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal austesten. Mir geht es jetzt einfach darum, ich will das hier entfernen, nur in dem Teilbereich, weil es läuft ja noch nebenbei der Wachstest, aber hier war das Wachs ja so und so schon massiv angegriffen, falls ihr euch zurückerinnern könnt. Ich nehme da immer auch gern für so eine Aktion etwas saugstarkeres Tuch, also keine 250 GSM oder 350, sondern hier in dem Fall 500. Sprühe mir hier ein bisschen was vom Produkt auf. Wenn sich das Tuch dann mit der Zeit irgendwie sehr, sehr stark drängt mit Produkt, dann müsst ihr auch ein zweites nehmen, um das Ganze wieder zu entfernen, weil irgendwann saugt sich so ein Tuch voll. Ne? So, und wenn wir das jetzt hier mal kurz einwirken lassen, ich mache das dann immer so, ich verteile mir das dann hier so auf einer Fläche, die ich behandeln möchte. Lass es kurz einwirken. In der Zeit nehme ich mir schon mal eine zweite Seite. Die Kratzer gehen natürlich deswegen nicht weg. Ne? Und dann lassen wir diese Sache etwas reagieren. Dann falte ich mir das Tuch zusammen, um jetzt die Überstände hier aufzusaugen. So. Und dann sollte das eigentlich mit den Wasserflecken auch schon gut erledigt sein. Ich lasse jetzt mal einfach den Rand, aber ihr seht hier, die ganzen Wasserflecken sind jetzt wirklich richtig schön weggegangen. Wir haben jetzt mal hier den Vorher-Nachher-Effekt und das ist auf jeden Fall sehr deutlich zu sehen. Also es funktioniert zuverlässig. Nehmen wir uns mal eine frische Tuchseite, weil es passiert ja jetzt nichts mit den Kalkflecken und nehmen jetzt hier die Ränder auch noch weg, damit wir hier einfach eine einheitliche Sauberkeit haben, ne? Und dann ist es hier komplett weg. Ja, ich weiß, wir müssen die Haube an dem Punkt auch nochmal polieren, aber ihr seht hier, die Wasserflecken sind gut weggegangen. Einfach mal an unserem, ich nenne es mal Schrottlack hier demonstriert. Ich hoffe, dass es bei euch nicht so extrem ist wie hier, aber wenn, dann habt ihr auf jeden Fall ein Produkt, was das gut löst und auch in kurzer Zeit. Und jetzt können wir ja mal schauen, ob hier das Wachs darunter jetzt massiv leiden musste, weil hier drüben zum Beispiel hat es ja noch geperlt. Wir schauen einfach mal. So, und ihr seht schon hier, wo der Waterspot Remover jetzt drauf war, da ist jetzt in dem Bereich das Wachs schon massiv angegriffen worden. Wenn wir jetzt hier weiter nach vorn schauen, ich nehme euch mal hier mit, dann sehen wir hier,
Da sieht das deutlich besser aus, ne? Ist jetzt ein bisschen Staub hier vielleicht noch drauf, aber ganz klar zu sehen. Aber hier, wo der Water Spot Remover gearbeitet hat, das merken wir uns dann auch fürs Update-Video, da ist das Wachs schon massiv am Leiden. Logisch, aber ihr müsst jetzt mal abwägen. Wollt ihr die Flecken drauf lassen und weiter einbrennen lassen? Also hier auf jeden Fall findet ihr die Entscheidung für euch, aber ihr habt auf jeden Fall ein Produkt, was das zuverlässig hinbekommt. Und dann muss man halt nach so einem, ich sag jetzt mal Vorfall, einfach nochmal frisch versiegeln, ne? Ich habe das jetzt auch gleich nochmal mit Luft hier komplett abgepustet. Das heißt, es entstehen jetzt keine neuen Wasserflecken. Also auf jeden Fall daran denken, wenn ihr an der SB-Box unterwegs seid, nutzt am Ende, wenn ihr alles abgespült habt, werft nochmal einen Chip oder 1 Euro rein. Nehmt nochmal das Glanzspülprogramm oder schaut, wie das bei euch heißt. Es ist überall unterschiedlich, da gibt es keine feste Definition. Und dann trocknet ihr das Fahrzeug. Und wenn da nochmal was nachläuft, hat man auf jeden Fall höhere Chancen, dass es nicht so einen extrem Kalkgehalt mit drin hat. Ist halt echt einfach ein leidiges Thema. Vor allem bei schwarzen Fahrzeugen siehst du es halt extrem schnell. Und wenn es halt einmal passiert ist, dann könnt ihr euch hier mit so einem Water Spot Remover ausstatten. Da gibt es auch viele verschiedene. Ich verlinke euch mal unten welche. Das war jetzt einfach mal hier ein Beispiel hier, der ADBL WSR, der Water Spot Remover, um einfach mal da ein mögliches Produkt mit reinzunehmen. Da gibt es aber eine Menge. Ich verlinke euch die unten auch nochmal mit. Und wenn ihr dazu Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Mein Tipp, auf jeden Fall, Fahrzeug sollte logischerweise sauber sein, nicht massiv verdreckt, damit der Kalk oder die Kalkflecken freiliegen. Dann Produkt aufsprühen, je nachdem wie groß die Oberfläche ist. Mit dem Tuch drüber gehen, verteilen oder ihr könnt das auch mit einem Applikator verteilen, je nachdem. Und dann wischt ihr einfach mit einem schönen saugstarken Tuch drüber. Das ist mein persönlicher Tipp, weil kleine dünne Tücher saugen sich sehr schnell voll, weil ihr doch etwas mehr Produkt drauf habt. Und das wird dann auch bei so einer ganzen Motorhaube oder Heckklappe oder Seitenfläche ist dann halt schnell das erste Tuch voll, dann müsst ihr das zweite nehmen und dann nehme ich gerne etwas saugstarkeres, also 500 GSM in die Richtung. Und dann geht das sehr, sehr gut. Aber, nächster Punkt, Water Spot Remover kann auch die eine oder andere Versiegelung, vor allem Wachs, Sprühversiegelung, schon deutlich angreifen. Also ihr müsst immer damit rechnen, dass ihr danach das an der Stelle nochmal frisch machen müsst. Aber ich mache lieber die Versiegelung danach nochmal richtig frisch drauf, anstatt mit einem Auto rumzufahren, vor allem hier bei so einem Schwarz, was aussieht wie durch die Kalkwaschanlage durchgefahren. Also, auf jeden Fall gibt es da Möglichkeiten. Lasst es gar nicht erst so weit kommen. Denkt an die Tipps und wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein oder über WhatsApp. Ansonsten wäre das jetzt hier zum Beispiel eine Möglichkeit, um sowas schnellstmöglich zu beheben und auch vom Aufwand her eigentlich schnell gemacht. Bis dahin, euer Sebastian. Ciao, Leute.